Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind wie seit vielen, vielen Jahren mal wieder hier am Wochenende in der Halle, um ein neues Video für euch zu drehen. Ich habe gerade ein bisschen aufgeräumt, klar Schiff gemacht, denn wir wollen uns als allererstes um diesen wunderschönen, frisch lackierten Audi A3 von unserem Chris kümmern. Also bei diesem Projekt ist der Umbau ja wirklich in kürzester Zeit schon ziemlich vorangegangen. Jedoch ist der Wagen nach wie vor etwas davon entfernt, um ihn zum TÜV zu stellen, beziehungsweise dann auch auf der Straße zu fahren. Diese letzten, ich nenne es mal TÜV-Arbeiten, werden wir heute Abend direkt regeln. Chris ist noch in der Arbeit. Ich habe hier schon mal alles vorbereitet, nehme die Karre schon mal auf die Bühne. Auch Mari ist unterwegs hierher. Er wird uns helfen, denn es sind zwei, drei knifflige Sachen noch zu machen, die definitiv dem Prüfer sonst nicht gefallen würden. Unabhängig davon möchten wir natürlich auch den ganzen Umbau direkt eintragen lassen und nicht noch ein zweites Mal herfahren. Das heißt, der Umbau sollte auch abgeschlossen werden. Es gibt noch eine wichtige Sache, die hier geändert werden muss, bevor der Wagen zum TÜV kommt. Und es handelt sich um etwas in diesem Bereich. Ja, ihr habt es schon richtig erahnen können. Chris hat einen frischen Auspuff bei sich im Kofferraum. Das heißt, sobald er kommt, packen wir den aus und montieren den auch heute Abend noch direkt hier an diesem Wagen. Die Leute, die regelmäßig unsere Videos gucken, haben es wahrscheinlich schon gesehen, als wir die erste Bestandsaufnahme von dem Wagen gemacht haben. Dieses Radlager hier. Das ist definitiv nicht TÜV-konform. Deswegen war ich schon hinter der Kamera, ist gerade vorbeigekommen. Wir nehmen das Rad runter, werden die Narbe rausnehmen. Wir haben ja unsere Presse von RP Tools hier. Die müssen wir ausgraben aus diesem Loch. Und dann können wir sie nutzen, um das Radlager rauszupressen und die neuen Teile einzubauen. Als erstes zerlegen wir hier die... Was machst du denn? Ja, Alter, aber kann ich nichts dafür? Zeig mal den Haken. Nein. Erst meinen Haken kaputt gemacht. Und jetzt auch noch den Schraubenzieher. Ich wollte eigentlich gerade sagen, wir zerlegen jetzt erstmal die Bremse, um an die Radnarbe ranzukommen. Die Bremsen müssen eh neu gemacht werden. Die hat ganz schön gelitten, alleine auch wegen dem kaputten Radlager. Weil ihr seht ja, die Scheibe wackelt im Sattel. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Belege und die Scheibe da mittlerweile aussehen. Aber haben wir natürlich alles da. Machen wir dann im gleichen Atemzug auch komplett neu. So, Scheibe. Antriebswelle gelöst. Ey, das ging einfacher wie gedacht. Wirklich fest. Nee, aber ganz viel lieber raus an RP Tools. Schlagschrauber, hier unsere Presse. Heute kommt alles in Gebrauch. 10% mit dem Code LBARMY10. Das ganze Jahr könnt ihr dort sparen. Ihr wisst das ja. Man sagt ja immer, auf YouTube sieht alles so leicht aus, aber das war ja wirklich leicht. So, wir legen uns die Radnarbe jetzt hier so, dass sie einigermaßen gut aufliegt. Am besten nur auf dem Hitzeschutzblech. Ich habe gehört, das hält. Und dann habe ich hier so ein Set, das haben wir mit dem Subaru damals gekauft, als wir die ganzen Lager an den Achsen neu gemacht haben. Da haben wir uns jetzt die richtige Größe rausgesucht und pressen das Ding jetzt idealerweise so erstmal raus. Wie Butter. Das ist unsere alte Narbe. Und das Lager ist noch im Schenkel drin, oder? Das ist das, was wir tauschen wollen. Das Radlager wurde getauscht. Jetzt guck mal, wie das aussieht. Noch relativ zerdrückt. Ja, die haben das zu weit reingedrückt. Warte mal, jetzt sehe ich's. Und deswegen war die Radnarbe gar nicht richtig dran. Also jetzt machen wir es nochmal. Aber richtig. Und richtig. Chris hat sich hier ein Set gekauft. Einmal hier das Lager, welches hier zerdrückt wurde. Und eine nagelneue Narbe. Mari, jetzt für mein Verständnis. Pressen wir jetzt das Lager auf die Narbe und dann alles rein? Nein, wir pressen das Radlager rein. Und dann die Narbe ins Lager. Quasi ist unser Sägering, Sprengring, wie du es nennen möchtest, ist unser Anschlag. Und darauf kommt dann erst die Radnarbe. Genau deswegen bist du hier, weil ich war mir nicht sicher, in welcher Reihenfolge das jetzt hier passiert. Ich habe gesehen, wir haben beides, aber... Normalerweise ist es auch so, wenn es richtig drin ist, machst du das Innere vom Radlager immer noch hier. Und dann musst du es von hier mit dem Abzieher runter oder mit der Flex runter. Und das ist auf jeden Fall schon gemacht worden und falsch. Weißt du, was auch falsch ist? Dass du meine Plastikdinger da drin gelassen hast. Nein, weil sonst mache ich mit Chris die Aufnahmepunkte kaputt. Und dann passt dein Dämpfer nachher wieder nicht rein. Was hat so geknackst, das Ding hier? Ja, da wird ja wohl Alu oder sowas drin sein, ne? Ich glaube nicht. Ist okay. So, was machen wir jetzt? Rauspressen, das Ding hier. Erstmal den Sprengring weg, ja. Mit der Sprengringzange, die ich auf jeden Fall in diesem Werkzeugwagen habe. Oh, Scheiße, ich glaube, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Das ist sie nicht. Das ist auch nicht. Ich wollte. Wie sieht es damit aus? Das da? Das ist es auch nicht, oder? Ah, fast. Wir können es auch damit versuchen. Ich suche mal schnell meine Zange. Oh! Guck mal, Mari, was ich zufällig gerade gefunden habe. Ja, geil, mit Ding noch dran. Ja, original verpackt, hat nicht gerade erst 19,90 Euro im Baumarkt gekostet. 99. Ach, Scheiße. Gut, wir haben eine gekauft. Jetzt haben wir sie. War zu teuer, aber wir können weitermachen. Das geht auf die Hände. Aua.
nicht die neue Zange kaputt machen, gell? Kann's grad sagen. Vielleicht brauchen wir Mari seine großen, dicken Hände. Großen, starken Hände, wollte ich sagen. Habe ich gerade große, dicke Hände gesagt? Das wollte ich gar. Ich wollte wirklich starke Hände sagen. Oh mein Gott, das war ja richtig. Wir gehen, tschüss. Das war nicht extra. Deswegen Schraubenzieher. Ist doch noch gut so. Das müssen wir gar nicht rauspressen eigentlich. Kannst einfach rausnehmen. Das können wir einfach so rausnehmen. Die Kugeln, die behalte ich für meinen Steinschleuder. Das hat er nicht gesagt. Doch. Das ist eine Waffe, Alter. Satisfying. Knall raus, das Ding. Das neue Radlager liegt jetzt hier parat. Wir haben es aufs alte gelegt. Und der Plan ist jetzt, den Akschenkel auf das Radlager drauf zu drücken. Also quasi verkehrt rum, weil wir den Akschenkel anders nicht ansetzen können. Und um den Akschenkel runter zu drücken, benutzen wir die alten Bremsbeläge. Ich finde die Idee gut. Das ist genau nach meinem Geschmack. Ah, ja? Perfekt. Ja? Brudi. So. Jetzt ist meine Frage, wie haben die es geschafft, dass der Sprengring sich da reingedrückt? Haben die von hinten gedrückt oder was? Macht gar keinen Sinn. Ja doch. Wahrscheinlich haben sie halt hier nochmal dagegen gedrückt. Die Narbe reingedrückt wahrscheinlich und dann zu fest. Wir müssen ja die Narbe von hinten reindrücken, oder? Nee. Nein. Hä? Hä? Ich bin verwirrt. Blickst du's? Nein. Okay, dann bin ich nicht allein. Neuer Sprengring ist drin. Jetzt kommt die neue Narbe und dann ist das Ding wieder komplett. Yes. Fertig. Wir haben jetzt hier auf der Fahrerseite auch schnell die Radnarbe entfernt, damit die Achse komplett frei hängt, denn wir haben noch ein weiteres Problem, welches wir vor dem TÜV klären müssen. Unabhängig vom Radlager haben wir hier beim Tiefgang auch nach wie vor unser Stabi-Problem. Unsere Antriebswelle stößt hier beim Stabi an, sobald wir den verschrauben. Ihr seht auch, wir haben hier tatsächlich diese verstellbaren Koppelstangen schon verbaut. Haben wir im Video gar nicht gezeigt, aber das war es einfach nicht. Es hat nichts gebracht. Bei dieser Tiefe, die Chris hier fahren und eintragen will, stößt nach wie vor unsere Antriebswelle hier an. Deswegen gibt es eigentlich nur eine Lösung. Wir haben alle recht. Das hat jeder in die Kommentare geschrieben. Chris hat hier einen 4-Motion-Stabi vom Golf 4. Den haben wir von einem Abonnenten für den Faker 32 damals geschickt bekommen. Haben ihn aber dann nicht verbaut, denn der hatte bereits einen 4-Motion-Stabi drin. Der liegt demnach jetzt seit knapp 2 Jahren bei uns. Und heute kommt er zum Einsatz im A3, ist ja baugleich zum Golf 4. Und der verläuft unter der Antriebswelle durch und wird dann hier quasi, Moment. Hier, da. Der kommt raus. Der kommt raus, der läuft dann quasi unten. Der läuft unten durch und wird dann quasi mit den Plastikdingern hier an den originalen Punkten verschraubt. Jetzt haben wir's. Können auch die lassen. Nee, komm, original, so wie es gehört. Original. Ich meine, das ist ja auch TÜV-mäßig eine Grauzone. Ne? Viele haben gesagt, sie haben Probleme mit den verstellbaren Koppelstangen. Und wenn wir jetzt hier original alles haben, verschrauben wir es so, da kann nichts passieren, denn egal wie tief du gehst, der Stabi wird immer hier drunter sein. Um die Achse jetzt hier ein bisschen abzulassen, lösen wir als erstes 4 Schrauben, die das Lenkgetriebe an der Achse halten, damit das Lenkgetriebe oben bleibt. Ja? Wir wollen nur die Achse runterlassen, nicht das Lenkgetriebe. So, Drehmomentstütze haben wir auch gelöst. Als nächstes 4 große Schrauben, die die Achse halten. Davor natürlich Getriebeheber drunter. Dann lassen wir sie leicht ab, um von hinten eine Stabi zu kommen. Mach die Verlängerung weg. Soll ich schon mal ein Harzset holen? Wir testen das jetzt. Solange nichts abreißt, ist alles gut. Du schraub das Ding doch einfach hoch, wir lassen den Stabi drin. Das ist hier schon wieder echt zu belasten. Komm mal den anderen. Druckluft! Können wir jetzt eigentlich das Rohr nehmen? Ja, wir nehmen das Rohr. Wo ist das Rohr? Nicht das aus deiner Hose, das andere. Yo. Das gute alte Rohr hat geregelt. Mal ganz kurz hier für die Fans, okay? Oh. Das ist die andere Schutzbrille. Ja, ich hab gelernt. Easy Job. High five. Mari hat gesagt, halbe Stunde. Ja, sind noch gut in der Zeit. Die Zeit gestoppt, wären wir jetzt wahrscheinlich irgendwo bei 9. Jetzt, wo wir die ganze Achse runtergenommen haben, können wir hier den Stabi ganz entspannt lösen. Ihr seht es, so sind die verschraubt hier.
Ja, und genau deswegen bauen wir die Achse aus, weil wir müssen aus dieser Haltung raus und dann muss der Stabi nach hinten weggezogen werden. Und wenn hier die Achse verschraubt ist, kriegst du den Stabi einfach anders, einfach nicht gelöst bzw. ausgebaut. Tschüss! Was haben die gekostet, Chris, hier, diese Verstelldinger? 25, 30. Belastend. Waren umsonst. Ich glaube, du hast schon um einiges mehr Lehrgeld bezahlt. Wieso musst du denn in meinen Wunden hier rumstochern, Alter? Ich hab doch nur ganz normal gesagt, dass die umsonst gekauft wurden. Meint der, dass wir den Spurstangenköpfen? Was für Spurstangenköpfe? Am Rentnergolf damals. Jetzt hör doch mal auf! Ich habe auch schon Autos gekauft, die komplett scheiße waren. Und? Ich stehe dazu. Boah, jetzt wird's aber hier. Ich dachte, das ist Low Budget, Chris. Ja, aber wir müssen ja den Dreck wegmachen. Okay, sorry. Stabi ist verbaut. Es sieht sehr nice aus. Einfach nur, weil hier der Bogen weg ist und wir jetzt unten rumgehen. Die Achse ist ja natürlich jetzt nicht gestrahlt und lackiert worden, aber wir haben eine Low-Budget-Lösung. Das ist das Overtrol. Ist sogar extra für Stabis, weil es stabilisiert. Oh mein Gott. Neben der Stabilisierung hat das natürlich auch einen guten Effekt. Und zwar versiegelt das ein bisschen eure Achse und den Rost sozusagen. Klar, ist jetzt nicht das... Kannst nicht vergleichen mit neu lackieren, aber ist auf jeden Fall besser als nichts. Als nichts, ja. So bleibt euch die Achse auf jeden Fall länger erhalten. Und es sieht auch ein bisschen besser aus, Alter. Guck mal hier. Also nicht falsch verstehen, das ist keine Farbe oder so, ne? Das ist mehr so ein Öl. Nicht, dass ihr jetzt denkt, wir pissen hier einfach nur schwarze Farbe über den Rost. Das ist ein Öl, welches ein bisschen versiegeln soll. Wieder zusammengebaut, Achse ist wieder drin, neue Bremsen direkt rangekommen. Chris lässt sich nicht lumpen, geschlitzte Brembo-Bremsen, natürlich auch die richtigen neuen Belege dazu. Und hier ganz wichtig, man sieht jetzt, der neue Stabi verläuft unter unserer Antriebswelle. Das heißt, die Antriebswelle hat hier oben hin wesentlich mehr Luft. Ich hoffe, das reicht und der Rahmen wäre nämlich sonst das nächste, welches im Weg ist. Aber ich denke, dafür ist dann die Tiefe doch noch zu human, dass hier der Rahmen Probleme macht. Sehen wir gleich, wenn er wieder auf den Rädern steht. Dann können wir noch das erste Mal verschränken und gucken, ob wir hier mit dem Kotflügel Probleme kriegen. Das wird ja auch beim TÜV alles gemacht, deswegen testen wir das davor. Davor aber holen wir uns erst was zu essen. Ich habe richtig Hunger. Gut war's. Wir sind gestärkt und können uns jetzt an die schönen Arbeiten machen. Chris ist schon dran, unseren super rostigen, originalen Auspuff zu lösen, denn den wollen wir heute austauschen. Nicht nur, weil wir Sound wollen, einfach auch, weil... Ich glaube, so geht es kein TÜV. Chris hat sich was Cooles aus Edelstahl rausgesucht. Wir nehmen jetzt den alten Stahl runter und zeigen euch dann, was es hier gibt. Ich hoffe, es klingt nice, weil gut ausschauen, das wird er. Wir haben ein anderes Endrohr gewählt. Das ist ja aktuell noch hier diese Originaloptik mit bisschen Leichtbau-Rostlöchern. Das sieht gleich alles ganz anders aus. Ich bin gespannt. Ich weiß ja nicht, ob das so sein muss. Diese Schelle, die hat es, glaube ich, hinter sich. Ich glaube, da fangen wir auch gar nicht an und versuchen hier irgendeine Nuss draufzusetzen. Für mich gibt es hier eigentlich nur eine sinnvolle Lösung. Also eigentlich sollte jetzt eine coole Szene kommen, wie ich mit der Flex da stehe und so. Aber Chris hat hier einmal den Hammer draufgehauen und hat mir den ganzen Spaß genommen. Alter, du hast sie komplett aufgelöst, ne? Guck mal, da ist nichts mehr da. Ja gut, aber dann, Mann ey, nicht geflext heute. Darfst nachher noch flexen bestimmt. Ja, flex ich nachher noch, in deinen neuen Auspuff dann rein. Okay. Perfekt. Ich finde, deine Schutzbrille ist wieder on point heute. Das ist eins geworden. Echt jetzt? Meine Hälfte der Schnee. Rost. Chris, sag's. Ja, flex. Oh yeah. Viel Spaß, pass auf meinen Tank auf. Okay. Ja, das wird. Jetzt mach du dreimal dran, dann ist das Ding weg, komm. Maschine. Ich weiß nicht, ob das... Das war doch schon die ganze Zeit über weg. Ja, aber ich war nicht darauf vorbereitet. Das nennt man ein sogenanntes Zwischenrohr. Gut. Das kann man eigentlich echt... Kannst du auch hernehmen. Hernehmen, für was auch immer. Schenk ich dir. Echt jetzt? Ja. Ich habe den besten Freund auf der Welt. Dann nehmen wir das Ding jetzt runter. Erstmal hinten. Ja. Nice, Bro. Schenke ich dir auch. Den brauche ich nicht, danke. Aber du weißt, was jetzt angesagt ist. Alter, ich hätte es fast vergessen. Alter.
Alter, 1,8 Turbo ohne Auspuff. Mach Papa stolz. Wer hat Schlüssel stecken lassen? Wieso? Nur so? Batterie leer. Ich frag einfach nur so. Jetzt, als ob ich schuld bin. Die Karre hat schon, seit wir die Karre haben, ist die Batterie leer. Die liegt immer. Ja, genau. So ein Lügner. Oh. Weißt du, was geil ist? Wir überbrücken ihn jetzt nur, um ihn einmal ohne Auspuff zu hören. Ja. Wir haben die Prioritäten richtig gesetzt in dieser Halle. Und die sind auf jeden Fall nicht neue Batterien kaufen. Ne? Aber gar nicht so laut, ne? Nee, laut ist er nicht, aber der Turbo klingt geil. Ist okay. Nee. Ja, schön ist was anderes. Gefällt mir nicht. Also mir gefällt halt bei so Turbomotoren, wenn du dann diesen Juh hörst. Aber ansonsten bin ich gespannt jetzt, wie es mit der neuen Auspuffanlage klingt, die wir jetzt eigentlich auch zeigen könnten, oder? Eigentlich könnten wir es tun. Dann sollten wir das jetzt auch tun. So, schaut es euch an. Chris hat das mal ganz kurz hier aufgebreitet. Ui, was ist das denn? Ein Transportschutz. Es sind noch eigentlich nur die zwei Rohre. Yes. Also, Freunde, folgendermaßen. Doppelrohre, Edelstahl, Endschalldämpfer und Mittelschalldämpfer. Vielen Dank an die Firma Fox Exhaust Systems, also Auspuffsysteme. Die haben mitbekommen, dass wir hier ein kleines Low-Budget-Projekt machen und eigentlich ist ja bei so einem Low-Budget-Projekt keine Kohle für einen kompletten Auspuff. Und deswegen haben sie netterweise meinem besten Freund, dem lieben Chris hier, diesen Auspuff zur Verfügung gestellt, damit wir den jetzt hier drunter machen und uns zusammen anhören können, wie das Ding klingt. Wie gesagt, ausschauen wird's geil, denn ich bin absoluter Fan von diesen Doppelrohren. Das kann man sich bei Fox aussuchen, wie es aussehen soll. Von Einzelrohr, oval, rund, groß, klein. Chris hat sich dafür entschieden und ich denke, das war die richtige Wahl. Dieser Auspuff ist quasi Plug and Play. Den haben wir so bestellt, der wurde uns hergeschickt. Das heißt, der wird unter der Stoßstange rauskommen. Wenn wir den in die Stoßstange setzen wollen, dann müsste man hier noch ein bisschen modifizieren. Das hätte man vor Ort machen können, direkt bei Ihnen in der Werkstatt bei Fox. Haben wir jetzt nicht gemacht. Wir werden ihn so verbauen und uns das mal angucken. Wenn wir ihn langfristig ein bisschen höher setzen wollen, dann bauen wir halt die Endrohre noch mal ein bisschen um und schneiden die Stoßstange aus. Was man halt so macht, nachdem man ein Auto komplett lackiert hat eigentlich. Die Reihenfolge ist mal wieder on point. Ja, passt, würde ich sagen. Ey, ich freue mich mega für Chris, dass Fox hier diese Auspuffanlage springen lassen hat. Schaut da gerne mal vorbei, verlinken wir euch alles unten rein. Super nett und wir wissen ja auch schon vom Horny Benz, dass das Zeug geil passt und auch ziemlich geil klingt, da man mal die ersten Kilometer gefahren ist. Und das machen wir mit dem Wagen hoffentlich sehr bald. Ihr darfst mal flexen. Was? Links und rechts die zwei Dinger, dass wir die Halter rauskriegen. Das mache ich doch sehr gerne, mein Freund. Ja, weiß ich doch. Mittelschalldämpfer hängt jetzt schon drin. Wir setzen erstmal nur leicht an, dass wir hier noch ein bisschen ausrichten können, wenn der Endtopf dann dran kommt. Hier kommt dieses kleine Verbindungsstück noch rein. Das liegt ja hier. Und wenn der dann dran sitzt, dann ziehen wir von hinten nach vorne einmal alles fest. So, wir hatten den jetzt auch gerade schon dran, den Endtopf, aber er ist schon wieder unten. Habe ich jetzt vergessen zu zeigen. Wir schneiden hier tatsächlich doch ein kleines Eckchen raus, weil wir ihn so ausrichten wollen dann, bevor wir die Schellen festziehen, dass er so hoch wie möglich kommt. Und wir wären hier einfach sehr nah dran und schon fast am Berühren. Deswegen, bevor wir den Auspuff ein bisschen tiefer montieren, schneiden wir das lieber weg. Dann kommt er so leicht steil nach oben raus und ich denke, das wird sich lohnen am Schluss. Das sieht bestimmt mega nice aus. Auspuff ist verbaut, ja, Doppelrohr, ich sag euch, wie es ist. Ich bin Fan, war eine gute Wahl. Jetzt wollen wir natürlich erstmal hören, wie das Ding klingt. Sie dürfen. Geht doch. Gib mal ein bisschen Gas. Nochmal. Aktuell
Ein schön dumpfer Sound, aber natürlich weit weg von irgendwie laut. Wir haben beim Horny Benz, als wir unsere Fox-Abgasanlage verbaut haben, genau dasselbe Phänomen gehabt. Wir sind 20 Kilometer gefahren und danach hat sich auf einmal ein Klangbild entwickelt. Das hatten wir wirklich nicht erwartet. Deswegen müssen wir uns wahrscheinlich für den richtigen Soundcheck gedulden, bis der Wagen beim TÜV war und wir dann einmal auf der Autobahn ein bisschen ballern konnten. Aber wir nehmen auf jeden Fall mal hoch und schauen, ob alles dicht ist, oder? Das wäre natürlich nochmal sinnvoll, weil bis jetzt, er klingt zwar dicht, aber sicher ist sicher. So, gib mal Gas. Da ist er dicht. Hier auch. Nochmal. Ja, überall perfekt dicht. Sieht schon fett aus. Wenn der sich einbrennt. Okay, Alter. Oh, mein Oberschenkel. Bitte nicht kaputt machen. Mein Oberschenkel oder dein Auto? Mein Auto. Pass auf, versprochen. Danke. Ey, ich bin jetzt richtig, richtig gespannt, wenn der auf der Straße war, weil ich hab's den Leuten gerade schon gesagt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, yeah. Der Horny Benz, ne? Du erinnerst dich, Chris ist den gefahren, er steigt so aus, er so, Alter, der kriegt auf einmal Sound. Und ich so, what? Und dann, das war während dem Film, glaube ich, da haben wir ein Video noch gefilmt für den. Ey, vielleicht zeigen wir euch den aktuellen Sound vom Horny Benz mit der Fox-Abgasanlage nochmal, wenn er abgeholt wird, weil die Gewinnerin, die kommt im Laufe des Aprils vorbei, die haben wir ja ausgelost, gibt's in YouTube-Shorts, falls du nicht gesehen habt. Und wenn ihr den abholt, dann hört ihn auf jeden Fall nochmal. Und bis dahin ist der vielleicht auch auf der Straße. Und dann können wir uns mal, ne, dann haben wir beide. Ich bin gespannt. Richtig geil. Aber sieht auch fett aus, also oder? Ich sehe den, ganz ehrlich, wenn Marvin mir den zum TÜV bringt und Marvin mir den anmeldet, dann sehe ich den in 2 Wochen auf der Straße. Soll ich das nächste Woche mal machen für dich? Ja, klaro. Ja, es ist immer so, unter der Woche muss Chris arbeiten, aber du, wofür hat man so gute Freunde? Regel ich dir. Und geil. Vor allem, du kennst auf zulassender Stelle die netten Mädels. Kriegst du mal kurze Nummer mit mir, ne? Ich weiß nicht, warum du keine kurze Nummer. Ich gehe da mal rein, ich so, hey, ich wieder. Die kennen mich da, weißt du? Und dann ich so, ja, wegen der kurzen Nummer nochmal. Du gehst rein. Hey, und ich gehe rein so. Hey, ich brauche ein Kennzeichen. Ich regel dir eine kurze Nummer. Ich gebe alles. Ich gehe da oberkörperfrei rein, wenn es sein muss. Okay. Fuck, Mann. Das Ding ist ready für den TÜV, oder? Schaut gut aus. Gefällt mir. Das Ganze überlegbar. Bis vor ein paar Wochen, wie der Wagen aussah. Unglaublich mal wieder. Sehr schön. Was machen wir? Aufräumen. Feierabend. Würde ich sagen. Morgen geht's weiter. Feierabend. Schau dir mal die Karre an, Alter. Eieiei. Ich wünschte, wir könnten hier schon so coole Arbeiten wie Auspuff machen. Das dauert noch. Aber morgen kümmern wir uns um ein bisschen Bodykit-Action. Dranbleiben. Bis gleich. Welcome back! Es ist der nächste Tag, jedoch melde ich mich von daheim, denn ich habe es ja gerade erwähnt, als nächstes soll es am Subaru-Projekt weitergehen. Ich denke, das wird jedoch den Rahmen dieses Audi A3-Videos hier etwas sprengen. Deswegen packen wir euch diesen Subaru-Content in einen eigenen kleinen Montagsvlog mal wieder. Das heißt, kommenden Montag, 17 Uhr einschalten, dann verpasst ihr nichts. Ich bedanke mich, dass ihr heute dabei wart. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wir freuen uns, immer von euch zu hören. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao. Oh Gott!